Das ist Kuh Shakira. Shakira führt ein Leben ohne Probleme. Auf saftigen Weiden im oberbayerischen Miesbach. Weil hier alles ganz entspannt abläuft. Doch damit könnte bald Schluss sein. Ja, richtig gehört. Denn es gibt da jemanden, der gerne die Natur schützen möchte. Die Stadtwerke München. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und sein aktiver Schutz unerlässlich. Aber wovor soll man das Wasser denn schützen in so einer Idylle? Hier fließt doch quasi nur Honig und Milch. Und Gülle. Und die landet dann hier. Unter anderem auf dem Land von Bauer Alois Fuchs. Eine Fläche, wie er da ist, der kann normalerweise gar nichts Besseres passieren, als wenn da eine Kuh drauf ist oder ein Kalb drauf ist und die da jeden Tag eine Kleinstmenge an Dünger, also Gülle und Mist, aufbringt. Das sind Nährstoffe für den Boden. Aus dem Boden der Region um Miesbach zieht die Stadt München seit 135 Jahren ihr Trinkwasser. Dafür wurde eine Schutzzone eingerichtet, um vor den Keimen in der Gülle zu schützen. Jetzt erklären die Stadtwerke, die im Übrigen überhaupt nur schriftlich erklären, dass das bestehende Schutzgebiet von 1964 den notwendigen Schutz nicht vollständig bietet. Deshalb soll die Schutzzone jetzt um ein gutes Stück erweitert werden. Auch ein großer Teil der Felder von Alois Fuchs fällt dann in das erweiterte Gebiet der Zone 2a. Laut Stadtwerken hat das Düngen in so einer Schutzzone andernorts schon öfter zu Bakterien im Grundwasser geführt. Die können dann Durchfall oder Entzündungen verursachen. Weil Bauer Fuchs es aber ausgerechnet besonders gut mit der Natur gemeint hat, ist er auch noch Biobauer. Deswegen darf er eigentlich nur mit der dann verbotenen Naturgülle düngen. Weil ich biologisch bin, darf ich auf meine Flächen nur meinen eigenen Wirtschaftsdünger ausbringen, sprich Gülle und Mist, wo ich habe von meinen Viecher. Und ein Teil meiner Fläche, das ist jetzt der Bereich da herunten, der ist in der 2a-Zone drin. Und auf diese Fläche darf ich laut Wassergesetz keine Gülle mehr ausbringen und auch keine Mischnäder. Aber was ich darf, das ist mineralischer Stickstoff. Also müsste ich quasi mit der biologischen Wirtschaftsweise aufhören und müsste wieder konventionell werden. Zwar wird Alois Fuchs eine Ausgleichsfläche angeboten, aber die liegt zu weit von seinem Hof entfernt. Sie wäre für ihn kaum profitabel. Aber es gibt Hoffnung, denn im Verein Unser Wasser engagieren sich Betroffene und fordern die Stadtwerke auf, ihre Pläne neu zu prüfen oder bessere Entschädigungen zu garantieren. Ihrem Unmut verleihen sie etwa hier Luft, auf dem Tag der offenen Tür des Bioguts Wallenburg. Die Aufgabe des Vereins ist wirklich, die Interessen der Einzelnen zu bündeln. Da gehören natürlich zu die Bauern, das ist klar. Da gehören aber auch genauso gut die Gewerbetreibenden dazu, also wir haben eine ganze Reihe von Gewerbetreibenden. Da gehören auch die Gemeinden und die Stadt Miesbach dazu. Weil man so ein Einzelner, der halt wirklich gegen die Stadtwerke aufkommen muss, der tut sich hart. Und während hier selbst Hund und Katze sich gern haben, sind die Menschen mal wieder geteilter Meinung. Also ich finde, die Bauern bei uns sollten ihr Land behalten. Die haben es schon schwer genug. Bio ist es wirklich nur dann, wenn die Natur nicht eingeschränkt wird. Und sobald es da Probleme für Grundwasser oder irgendwas gibt in der Umwelt, ist es kein Bio in meinen Augen. Ja, in dem Fall bin ich auf der Seite der Landwirte, weil ich kein Vertrauen zur Stadt München habe, dass denen das wirklich um den Schutz des Wassers geht, sondern meiner Ansicht nach geht es einfach nur um Gewinnmaximierung. Ich glaube nicht, dass die viele Chancen haben. Wenn das von München aus geht, da werden wir nicht viele Chancen haben. Und doch kämpft der Verein weiter. Immerhin geht es auch den ansässigen Bauern um die Natur. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft, glaube ich, trägt sehr dazu bei, die Natur zu pflegen. Und deswegen sehe ich mich schon als Naturschützer eigentlich auch. Die Stadtwerke übrigens untersuchen regelmäßig die Wasserqualität in der Region und sind seit Jahren begeistert. Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung werden nicht nur eingehalten, sondern sogar in allen Fällen überaus deutlich unterschritten. Und so geht es weiter, das Ringen um den Wasserschutz. Aktuell prüft das Landratsamt Miesbach Anträge der Gemeinden gegen die geplanten Änderungen. Ein Ende des Streits ist noch nicht in Sicht. Doch während sich alle Naturschützer streiten, bleibt eine ganz entspannt. Kuh Shakira.